Hallo Freunde, willkommen zurück im Gefängnis. Ja, gehen wir los, ne? Einfach mal gucken, was hier so gibt. Hier, das ist der Frank, der macht Pause. Geht's denn hier überhaupt lang? Geht's da durch? Das ist der Eingang zu den Zellen der gewöhnlichen Gefangenen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Mano. Okay. Was geht hier? Ein Raum für Putzutensilien, gemeinhin bekannt als Besenkammer, für uns nicht von Belang. Was ist denn hier? Tut mir leid, aber ohne Besucherpass dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Bitte gehen Sie. Wir müssen mit dem Gefängnisdirektor sprechen. Ja, wo ist der Sack? Hier vielleicht. Hier geht's rein. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht passt hier der Schlüssel vom Chinesen. Habe ich nicht mehr, ne? Ne. Lässt sich nicht. Yo, yo, yo. Wo geht's hier lang? Der Aufbewahrungsraum. Da? Gehen wir ins Sekretariat. Ja, wo ist das? Hier? Jo, steht hier dran. Guten Tag, da bin ich. Guten Morgen, Miss. Oh, entschuldigen Sie, ich muss eingenickt sein. Guten Morgen, Gentlemen. Was kann ich für Sie tun? Ich heiße Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir würden gerne mit dem Direktor sprechen. Ich gehe mal eben zu ihm und frage nach, ob er Sie empfangen kann. Müde, blass und verkrampft. Ich glaube, diese junge Lady ist in freudiger Erwartung eines besonderen Ereignisses. Scheint so. Okay. Hier gibt's schon mal Hinweise. Was sollen wir als nächstes... Wer hat dich denn gefragt? Ich will hier die Hinweise angucken. Diese reizende Sekretärin heißt Miss Jenny Patterson. So, so. Diese kleine Ablage ist für dringende Mitteilungen, die sofort dem Direktor überbracht werden müssen. Da muss er aber noch mal ein paar hinbringen. Was haben wir hier noch? Das Büro des Direktors, Mr. P. Patterson. Es gibt keinen Grund reinzuplatzen. Merkwürdig. Der Direktor und die Sekretärin haben den gleichen Nachnamen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes. Ich bin Paul Patterson, der Direktor dieser Einrichtung. Sie wollten mich sprechen. Ich hoffe, dieser unerwartete Besuch bringt keine schlechten Neuigkeiten mit sich. Nein, seien Sie unbesorgt. Allerdings ermitteln wir in einem Fall von größter Wichtigkeit. Ein Fall, der möglicherweise die Sicherheit des Königreichs gefährdet. Deswegen ist es unerlässlich, einen Ihrer Gefangenen zu befragen. Hans Schielmann. Hans, den Rattentöter? Er sitzt schon eine ganze Weile hier ein und hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Wie könnte er in solch eine Sache verwickelt sein? Das ist es, was wir herausfinden wollen. Handeln Sie im Auftrag von Scotland Yard? Sieht ganz so aus. Nun gut, ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Mr. Holmes. Ich stelle Ihnen einen Besucherpass aus, den Sie bitte Wärter James in der Wachstube aushändigen. Er wird Sie zu den Zellen weisen. Danke, Direktor. Halten Sie mich über den Fortschritt Ihrer Ermittlungen auf dem Laufenden. Und sollten Sie noch irgendetwas brauchen, zögern Sie nicht, es mich wissen zu lassen. Selbstverständlich, danke. Juhu, wir haben den Scheißpass. Miss Patterson, Sie haben denselben Nachnamen wie der Direktor. Sind Sie verwandt? Kommen Sie, Watson. Wer sich auch nur ein bisschen mit Anthropologie beschäftigt, erkennt die Ähnlichkeit zwischen dieser jungen Dame und ihrem Vater.
Mr. Holmes hat recht, ich bin seine Tochter. Allerdings spricht er nicht gerne darüber. Vermutlich fürchtet er, der Vetternwirtschaft bezichtigt zu werden. Ich bin überzeugt davon, dass Ihre Qualitäten allein Sie in diese Position gebracht haben, Miss. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Redekünste lieber im Gespräch mit dem Rattentöter unter Beweis stellen? So machen wir's. Hau rein. Auf Wiedersehen, Miss. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Nein, hier, die haben die Hälfte übersehen. Hier steht da noch was. Heißer Tee. Aha, das war ein sehr wichtiger Hinweis. So, wo ist jetzt hier die Wachstube? Ich muss zum James. Da laufe ich mal hin. Geht schneller. Yo, James, ich hab den Wisch. Tut mir leid, aber ohne Besucherpass dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Bitte gehen Sie. Ey, Kollege, ich hab hier voll den Besucherpass. Ah, Sie haben einen Besucherpass für den Hochsicherheitstrakt. Die Tür am Ende dieses Raumes. Sie dürfen passieren. Na, geht doch, geht doch. Hier werden Besuche notiert. Die Informationstafel ist fast leer. Merkwürdig, wenn man bedenkt, wie geschäftig es in diesem Gefängnis zugeht. Auch hier, die Kugel nehme ich mit als Andenken und... Das ist Kaliumnitrat, nicht wahr? Ja, also Salpeter, sagen wir. Okay. Ist hier noch was? Mein Name ist Peter James, ich bin der leitende Wärter und das ist mein Stellvertreter O'Sullivan. Ich gehe mal davon aus, dass ich hinter diesen Gittern im Untergeschoss Hans Schielmann finde. Ja, die Zellen des Hochsicherheitstrakts befinden sich dort unten. Ist das der einzige Zugang dorthin? Ja, im Korridor gibt es zwar noch eine zweite Tür, aber die ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzbar. Danke, Mr. James. Immer zu Diensten. Falls Sie mehr wissen wollen, hilft Ihnen Wärter Mackenzie sicher gerne. Er ist auf seinem Posten im Untergeschoss. Ja, von mir aus. Mr. Holmes, ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Ich habe all Ihre Fälle mit größtem Interesse verfolgt. Was für ein Enthusiasmus. Haben Sie jemals daran gedacht, eine Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen? Ob ich daran gedacht habe? Das ist mein Traum. Und ich werde mein Glück versuchen, sobald dieses Gefängnis geschlossen ist. Ich lerne schon eifrig für die Aufnahmeprüfung der Polizeischule. Ja, Autogramme gibt's später. Was haben wir hier noch? Die Gefangenen. Erzählen Sie mir von den Gefangenen hier, Wärter James. Es sind nur noch wenige. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Tage dieses Gefängnisses gezählt. Deswegen werden keine neuen Häftlinge in diese Einrichtung überführt. Die Häftlinge, die noch hier sind, gehören zu den gefährlichsten Kriminellen Londons. Im Moment sind das drei. Hans, der Rattentöter, und die Gebrüder Flint. Die Gebrüder Flint? Ja, zwei geistig etwas minder bemittelte Spinner, die sich trotz ihrer Blutsbande nicht ausstehen können. Sie haben ihre Eltern ermordet und ihre Nachbarn enthauptet. 9 Polizisten waren erforderlich, um sie zu überwältigen. Das sind ja nette Gesellen. Auf dem Anschlagbrett befinden sich keinerlei Informationen. Sollten hier nicht die Schichten stehen? Eigentlich schon, aber Miss Patterson hat den Wochenplan für die Wärter noch nicht aufgehängt. Sieht ihr gar nicht ähnlich. Normalerweise ist das Erste, was sie am Morgen tut. Ohne neuen Schichtplan ist der Wärter im Untergeschoss auch noch für die nächste Woche diesem Posten zugeteilt. Ich würde den Schichtplan ja holen. Aber ich will nicht, dass mir dabei zufällig der Direktor über den Weg läuft. Er ist ziemlich streng und sieht es gar nicht gerne, wenn wir im Dienst unseren Posten verlassen. Außerdem bekäme dann seine Tochter Ärger. Das Verhältnis zwischen den beiden ist im Moment ein wenig angespannt und ich will die Sache nicht noch schlimmer machen. Du sitzt doch da eh nur rum. Kannst du auch da hingehen. Schichtplan. Warum können Sie ohne diesen Schichtplan nicht den Wärter im Untergeschoss auswechseln? Wegen dem Verriegelungsmechanismus der Türen, Mr. Holmes. Wie Sie sehen, sind Sie mit einem mechanischen Zeitschloss versehen, das auf einen bestimmten Code reagiert.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Schicht, werden die Türen automatisch verriegelt und der Code wird zurückgesetzt. Es ist dann also nicht möglich, die Türen ohne den neuen Code zu öffnen. Und wer hat den Code? Nur der Wärter, der die neue Schicht übernimmt. Nur er darf den Umschlag öffnen, in dem der Code aufbewahrt wird. Er lernt ihn auswendig und vernichtet den Zettel dann. Sehr clever. Allerdings stößt diese Vorgehensweise schnell an ihre Grenzen. Ein Fehler auf dem Zettel und das ganze System funktioniert nicht mehr. Ja, das stimmt. Auch blöd, wenn ich die Nummer vergisst, dann kommt er nicht mehr raus. Bis später, Mr. Holmes. Hau rein. So, Hein, was liegt hier noch rum? Ich sehe doch hier schon eine blaue Lupe. Die Wachen müssen endlose Stunden hier verbringen. Ja, aber bloß den Posten nicht verlassen. Schreiben sich hier die Gäste ein, die in diesem Etablissement absteigen? Das weiß ich nicht. Diese Waffen sind vermutlich sofort einsatzbereit, falls es zu einem Notfall kommt. Ja, wenn nicht, wäre ja blöd auch, ne? Was ist denn noch? Das muss das Alarmsystem sein. Ja. Schick, schick. So, Freunde, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen bummeln und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald.